Medics. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. So, Handbremse noch lösen. Und wie auf euren Wunsch haben wir den Limiter Mod wieder rausgenommen. Das heißt, falls ihr den ohne Limit haben möchtet, schaut doch einfach. Schaut nirgendwo. Ich habe nirgendwo eingefügt. Auf meiner Webseite findet ihr unter meine Projekte auf der rechten Seite ETS 2 Mods. Dort gibt es schon mal eine kleine Auflage der ersten Mods, die ich bereits besitze, dank einem User namens Michael. Wie gesagt, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt. Können jetzt alle diesen wunderbaren Mod genießen. Danke nochmal dafür. Und falls ihr denselben Mod haben möchtet, schreibt mir doch einfach per Skype eine Nachricht, dass ihr gerne den Mod haben möchtet. Mein Skype-Name ist Gamer-TV. Bin immer für euch da, hoffe ich zumindest. Und ja, so ist das, ne? Einer meinte, lustigerweise, was ich total hirnrissig finde, ja, du musst mal gucken, umso schneller du fährst, boah, jetzt fängt schon an, hä? Umso schneller du fährst, umso schneller geht die Zeit vorbei. Was? Umso schneller ich fahre, umso schneller geht die Zeit vorbei? Was? Was hast du getrunken? Sage mir das. Gebe der Community etwas ab. 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 Oh, ist das kacke. Boah. Ich bin eben noch City Car irgendwas gefahren hier. Ich komme nicht mehr drauf, wie es heißt. Und wow, 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 wow. Ich muss mich komplett umgewöhnen. Erstens muss ich jetzt pennen gehen, sehe ich gerade. Zweitens müssen wir, glaube ich, noch tanken. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist die Steuerung jetzt ganz ungewohnt gerade. Also die ersten paar Minuten werden, glaube ich, Horrorspektakel werden. Zack. So, machen wir mal voll das Kärchen hier. 1,46, naja. Dafür haben wir letztens sehr günstig getankt und dann kann man das auch jetzt verkraften. Boah, da lüftet mir die Nase, ey. Sag ja, ich war vor kurzem richtig gut erkältet. Es ging nichts mehr. Fieber und weiß der Teufel, was man nicht alles bei einer Erkältung hat. Und ja, das ist noch nicht ganz weg. Also ich bin damit noch ein bisschen am Kämpfen. Aber ich bin der Meinung, dass ich es schaffe und bald wieder komplettomaßen fit sein könnte. So, hoppala, erstmal verkrümmeln wir uns hier. Was? Das Ding steht. Der steht auch noch in 5 Jahren hier. Und wenn ich zurückfahre, steht das Ding immer noch da. Da fährt keiner mit. Das ist verdammt nochmal Spieldekoration. Das ist der Hammer, der Part fängt super kacke an. Nur Unfälle. Bis jetzt gehabt. Jetzt reicht's aber auch, ey. Jetzt genug für den Part. Gut, dem wäre ich auch fast reingefallen, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Habe ich denn hier irgendwas zum Trinken stehen, ja? Ja, komm her! Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ganz komisch fahre, weil ich versuche, was zu trinken. Hier sind Radarkontrollen irgendwo. Also fahre ich doch dementsprechend ein bisschen besser. Einer meinte, wenn ich rechts oder links einen Blitzer sehe, sollte ich doch bitte mal dort anhalten. Ja, kann ich gerne machen, ist kein Problem. Wenn ich dann mal rechts oder links einen sehe, heißt das. Weil die sind meistens oben an den Decken platziert. In England sieht man die viel am Rand. Aber eher hier oben immer an den Stangen platziert. Natürlich nicht schlecht, aber naja, schlecht für uns ist das auf jeden Fall nicht. Im 10. Gang fahren wir fast 110, nicht schlecht. Also ich bin sehr überzeugt, dass der Scania richtig gut ist. Übrigens, ich habe mich entschieden, die 100. Folge wird eine sehr, 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 sehr lange Folge werden. Und ich weiß noch nicht wie lange, aber die wird ganz cool werden, glaube ich. Und ja,
100 Folgen Euro Truck Simulator 2 dann. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wie viele schaffen wir denn bis Ende nächsten Jahres? Weil geplant ist ja eigentlich nicht wirklich viel mehr. Jetzt kein Euro Truck Simulator 3 oder so, momentan zumindest nicht. Was natürlich in Planung ist, ist ja dieses Add-on. Ich hoffe, dass es kostenlos ist. Ich weiß es noch gar nicht. Genauer habe ich mich da noch nicht informiert. Habe jetzt nur gelesen, hey, es kommt ein Add-on raus, so gesehen. Und ich war natürlich baff. Ich bin voller Freude darüber. Okay, das Licht muss noch an sein anscheinend. Es ist helligster Tag. Naja, was soll's. Fahren alle mit Licht, dann fahre ich auch mit Licht. Ist ein bisschen nervig, weil der Trailer hinten schleudert einem so schnell um die Ohren. Das ist echt nicht mehr schön. Okay, wir fahren auch 140 km/h, ne? Also das ist wieder so eine Summe, wo ich sage, wir haben es geschafft. Wir sind wieder sehr schnell unterwegs. Dank dem Mod können wir natürlich wieder auch längere Strecken fahren, sehr schnell. Aber das Geilste ist immer noch, umso schneller du fährst, umso schneller geht die Zeit, willst? Er hat wahrscheinlich unten rechts die Zeit gesehen. Also wirklich unten rechts. Und hat sich dann gedacht so, die Zeit geht ja schneller, umso schneller er fährt. Das heißt, er ist ja gar nicht so gesehen schneller unterwegs. Und ja, falsch gedacht. Nee, es ist tatsächlich so, dass, wie soll ich sagen, dass die Zeit selber stehen bleibt natürlich. Also, die bleibt nicht stehen, sondern die geht schon weiter. Aber die Ankunftszeit etc., die ändert sich natürlich enorm. So, da man hier eh nur 40 fahren darf, habe ich mir da jetzt ein Tempomat reingehauen und dann stimmt das auch. Was war das? Halt! So, jetzt! So, ein Gang runter, aber jetzt haben wir es hier. Mann. Wenn man längere Zeit kein Eurotruck gefahren ist, ist das sowas wie eine Umschulung. Man nimmt dran teil, aber man hat eigentlich gar keinen Schimmer. Übrigens, meine Eurotruck-Simulatoren-Parts werden jetzt kleiner werden, auf maximal 15 bis 20 Minuten. Aus dem Grunde, weil 90% meiner Zuschauer keine 30 Minuten schaut. Und die Zeit, die ich hier investiere, kann ich mir dann besser auch aufteilen. In mehrere Parts natürlich. Und dann ist das für mich auch einfacher. Ihr habt dann halt 15 oder 20-minütige Parts. Ich werde mir das dann so zurechtschnippeln, wie ich es benötige. Und ja, dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Seid nicht böse, Leute. Es schauen wirklich sehr wenig 30 Minuten an. Ich kann es komplett verstehen. 30-Minuten-Parts sind natürlich so die Krönung von allem. Mir macht selber viel Spaß, Videos zu drehen, zu fahren und zu spielen. Aber, ja, das ist immer so eine Sache. Bei wenigen YouTubern schaue ich mir wirklich 30 Minuten an. Sag mal so, wenn PewDiePie ein Video hochlädt, schaue ich mir das 30 Minuten an. Das kann von mir aus auch 2 Stunden gehen. Wäre mir scheißegal. Macht Gronkh ein 2 Stunden Video, gucke ich mir nicht mal eine Minute an. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, man muss abwägen können, was genau man schaut, beziehungsweise auch wie lange und weiß der Teufel was. So, wir fahren 130 km/h, ist eine gute Reisegeschwindigkeit momentan. Sind natürlich dadurch sehr schnell unterwegs und können unsere Aufträge sehr schnell abfahren. Ich hoffe, dass ich jetzt hier eine extra Spur habe. Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich muss hier rüber. So, kann ich nochmal kurz was trinken. Ja, bleibst du gerade LKW? Ja, passt. Bald geht es übrigens wieder los mit dem Agrarsimulator. Nämlich, wenn der nächste Patch veröffentlicht wird, geht's weiter. Der soll die Leistung enorm erhöhen. Das finde ich natürlich sehr gut, oder? Blitzer. Like a boss. Ha, so geht's natürlich auch. Ja, da habe ich rechtzeitig reagiert, sonst wären wir da voll in den Blitzer reingefahren. Naja.
Ich hoffe, mittlerweile habe ich die Soundqualität so hinbekommen, dass wir alles verstehen, dass der Spielesound klasse ist und meine Voice gut verstehbar. So, bald wechseln wir wieder zu dem MAN rüber. Das dauert nicht mehr lange. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich schätze mal, ja, vielleicht sogar in diesem oder im nächsten Part. Das werden wir dann mal sehen, wann das so passiert. Dadurch, dass ich natürlich jetzt mehrere Folgen hintereinander aufnehme, fehlt die Begrüßung und alles am Anfang. Seid mir da echt nicht böse, Leute. Aber es ist für mich einfacher. Und ihr habt natürlich weiterhin eure Videos. Die Begrüßung kommt ja hier und da dennoch. Also ihr wisst, wie ich das meine, ja. Also ich vermute mal schon. So, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwo runter. Da, wo natürlich die halbe Welt runterfährt, müssen wir auch runter. Müssen wir so richtig penetrant genervt werden dabei. So. Gib ihm. Lustig war übrigens zu sehen, dass alle Leute den Mod wieder haben wollten. Nicht alle. Also hier und da war einer, nee, bleib so. Aber ich sag mal so, Leute, könnt ihr euch mal entscheiden? Ich frage euch extra was. Hier und da habe ich meinen eigenen Kopf. Dennoch frage ich nach, was ihr so davon halten würdet. Und solche Sachen. Aber wenn ihr mir sagt, ihr möchtet den Mod nicht drin haben. Ich war 2 Folgen oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, ohne Mod. Und zack, bist du angebrüllt. Ey, wo ist denn der Mod hin? Warum fährst du denn noch so langsam? Das ist der Hammer. Ohne Mist, entscheidet euch, Leute. Das ist echt Hammer. Na, es scheint gerade momentan frei zu sein. Ja, tatsächlich. Dafür gurken die auch alle hier schön gemütlich lang. Ja, komm, gib Gas. Gib Gas. Dankeschön, dass du jetzt Gas gibst. Wo man es eigentlich nicht mehr braucht. Boah, übers Überholverbot. Hab ich genau gesehen. Ich habe Angst zu überholen. So, den überholen wir auf jeden Fall, ohne Probleme. Hoffe ich. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Dankeschön. Ihr seid alle zu nett. Danke sehr. Ach ja. Noch 198 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, wenn man das so durch den Kopf gehen lässt. So, da ist wieder ein Überholungsopfer. Na, oder auch nicht. Kommen wir nicht dran. Er ist zu flott. Aber das wäre übelst in die Hose gegangen. Hätten wir jetzt versucht zu überholen. Was geht ab? So. Hammer. Wie gesagt, ich habe jetzt sehr lange einen anderen Simulator gespielt. Und ich muss sagen, der ist sehr, sehr gut. Auch von der Steuerung und alles. Er kommt zwar nicht hier an Eurotruck ran, aber dennoch hat er ein gewisses Potenzial, wo ich sage, man könnte ihn öfter spielen. Und dafür ist das Let's Play auch davon gestartet. Es ist zwar ein wöchentliches, das heißt, es kommt wöchentlich davon ein Part. Mit jeweils einem Mod. Jetzt haben wir den Mercedes ich glaube C63 war es.
So, dann gucken wir mal, ob wir hier überholen können. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, dann geht's halt in die Hose. Aber ich glaube, das müsste alles machbar sein. Locker. Alles gut gegangen. Aber nur, weil ich Skill habe, ja? Macht mir das bloß nicht nach, Leute. Ich würde jetzt auch locker einfach jetzt überholen, ja? Guck. Ich schaffe das, weil ich es drauf habe. Weil ich es genau drauf habe. Guckt. Weil ich es drauf habe, Mann. Boah, war das scheiße knapp. Hammer. So, ab hier ist Überholverbot. Jetzt war es das erstmal wieder mit dem Überholen. Cool, da war ein Feldweg oder sowas, glaube ich. Wenn man da lang konnte, dann war da auf jeden Fall ein Feldweg. Sehr schöne Umgebung auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich jetzt nach da hinten gucke, fängt es wieder an zu pissen. Das ist echt der Hammer. Ich gucke nach hinten, ich denke so, oh, Regenwolken. Sprichst es mal an, vielleicht kommt ja dann der Regen. Zack, hast einen Regen. So, als ob ich danach geschrien hätte. So, hey, gib mir Regen, gib mir Regen. Huch. Wow, 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 wow. Was geht hier auf dem Regen ab? Ich hasse die neue Version von dem Mod. Das ist echt krankhaft, Leute. Also wie gesagt, wenn ihr die neueste Version haben möchtet, könnt ihr mich gerne über Skype anschreiben, dann schmeiße ich euch die rüber. Aber wie gesagt, es ist echt schlimm, wenn es regnet und so, rutschst du nur noch einfach nach vorne. Zack, sind wir in Frankreich. Und das Auto vor uns hat einen kleinen Bug auf der linken Seite. Leuchtet es einfach mal spontan weiß. Weil es Lust dazu hat wahrscheinlich. Oder ist das Rücklicht kaputt? Es scheint eine Spiegelung oder sowas gewesen zu sein. Oh, hoffentlich geht dieses Überholmanöver gut. Und natürlich geht es gut. Was ist das eigentlich für ein Zeichen da links? Das kenne ich auch noch nicht. Eine Tankstelle ist das ja nicht. Ah, Maut. Gut. So. Gut, jetzt kenne ich das Zeichen dann auch wieder. Ich kannte es wahrscheinlich schon, hab's nur wieder vergessen oder so. Hier und da vergesse ich nämlich ziemlich viel. Das mache ich dann nicht extra, sondern das ist einfach so. Bin ein sehr vergesslicher Mensch. Ich glaube, das mag meine Freundin auch an mir. Schatz, soll ich mir versprochen, Schuhe kaufen zu gehen? Hör ich nichts von. Doch, 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 doch. Zack, hast du den Salat. Das war jetzt kein Live-Beispiel, aber es wäre mal so eine Idee, ne? So in die Richtung läuft das dann wahrscheinlich dann ab. Ja. So. Ist das ein Fahren ohne Licht? Wir haben 9.59 Uhr. Warum zur Hölle sollte ich mit Licht fahren? Nur weil es regnet? Nur weil es regnet? Hammer. Ganze 9 Euro mussten wir zahlen. Das ist der Hammer. Zack, bist du pleite. Warum? Weil du 9 Euro gezahlt hast. Und warum? Damit sie die Straße, die du platt gefahren hast, wieder erneuern können. Bei einem LKW verstehe ich das, aber warum müssen wir denn auch PKWs bezahlen?
Also, ich bin ja immer noch dafür, dass es einen Mod gibt, dass man hier PKWs fahren kann oder so. Oder dass die Hersteller das sogar einbauen. Ich würde mich gerne mal so ein BMW M6 Hurricane von G-Power mal hier über die Straßen zimmern. Ich fände das sowas von geil, aber leider gibt's das nicht. Aber es gibt es für GTA. Und da ich ja bald das Let's Play weiterführen will, jetzt irgendwann mal im Laufe des Zeitraumes, wenn mein Speicherstand dann noch verfügbar ist. Ja, es mit dem Speicherstand muss ich unbedingt noch geklärt haben. Weil das Problem war, der Rechner hatte ja einen kleinen Umbau. Dadurch dachte ich eigentlich, zu 90% alles gesichert zu haben. Ich habe aber gemerkt, dass ich sehr viel vergessen habe. Unter anderem glaube ich auch GTA. Jetzt gucke ich, dass ich meinen alten Speicherstand irgendwo abgespeichert habe, dass ich ihn benutzen kann. Sonst müsste ich wieder von vorne anfangen. Und ich schwör's euch, Leute, darauf habe ich einfach keinen Bock. Das Spiel macht Spaß, das Spiel ist lustig, aber da hört der Spaß und lustig auf. So, da kommen wir ja mal an. In Metz. Ich glaube in Köln, ne? War das? Oder in Berlin? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, wir fahren nach Metz. Zu FedEx. Mit Autoteilen, okay. Hopp. Schön um die Kurve gedriftet hier. Ich bin auch froh, jetzt hier in Metz angekommen zu sein. Ja, Metz hat gemerkt, Herbert ist da, Ampeln auf Rot stellen. Wir fahren spritsparend. Ach ja, und schon wieder rot. Das ist der Hammer, ohne Mist. Ach ja. Komm. Komm, beeil dich, Jung. Gleich ist wieder rot. Na, komm schon. Leck mich am Arsch. Hammer. Das ist der Hammer. Ohne Mist. Ups. Scheiß Wetter. Das ist echt nervig. Ah, danke schön. Super nett von dir. So. Vorsichtig. So, und angekoppelt. Gute Arbeit. Na, so gut war die jetzt nicht, aber was soll's, ne? Jo Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke natürlich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss Leute.